Hallo, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Wie ihr wisst, bin ich ja ich habe ja die Wahrheit erkannt, dass die Erde eine flache Erde ist und ich habe nicht nur jetzt online zufällig beim Browsen in meinem Netscape 95 den Beweis entdeckt, sondern ich habe jetzt sogar herausgefunden, dass wir noch eine viel größere Verschwörung haben. Und uns wird die Wahrheit vorenthalten. Ja. Und zwar, wenn man hier auf die Seite geht, das nennt sich thetruescience.com. Da gibt es eine Seite, da kann man Länder vergleichen. Hier zum Beispiel, wenn man sagt, Liechtenstein, da, bupp, dann wird einem Liechtenstein angezeigt. Man kann dann Liechtenstein nehmen und woanders hinziehen. Zum Beispiel. Und man kann dann sehen, zum Beispiel hier Liechtenstein hat ungefähr, ist ungefähr so groß wie die Landmasse von Sylt. So, also Sylt ist eigentlich auch ein Herzogtum, beweist das ja. Und das ist schon mal eine Sache, die uns nicht erzählt wird. Es wird uns in der Schule, wird uns das nicht beigebracht, dass Sylt ein Herzogtum ist. Naja, und man kann auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel hier gucken, wenn man jetzt zum Beispiel ein Land nimmt wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Deutschland. Ach, geht nicht. Ist ja wieder eine englische Seite. Germany heißt das ja hier. Upp, dann wird plötzlich alles blau. Und dann kann man Deutschland nehmen. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Wenn man hier Deutschland nimmt, dann wird es größer, wenn man es nach Norden schiebt. Und es wird kleiner, wenn man es nach Süden schiebt. Das ist auch wieder Teil dieser hier, das in Algerien. Plötzlich Algerien sieht genauso groß aus wie Deutschland hier. Ungefähr vielleicht ein bisschen größer, ne? Aber wenn man es runternimmt, zipp, schrumpft es. Oder hier, wenn man es in die USA schiebt, ist Deutschland irgendwie nicht mal so groß wie Texas. Ist merkwürdig. Oder hier Kasachstan, riesengroßes Kasachstan oder so. Oder, aber wenn man es ins Polarmeer schiebt, also wenn man Deutschland jetzt ins Polarmeer schieben würde, würde es wachsen, da hätte man viel mehr Platz. Hier. Grönland zum Beispiel. Naja, also das ist schon mal merkwürdig, aber die haben hier einen Fehler gemacht, die Leute. Nämlich, ja, wenn man nämlich weiter rauszoomt, dann sieht man nicht nur, dass die Erde flach ist, sondern dass wenn man weit genug nach Westen oder Osten reist, dass man quasi auf eine zweite Erde kommt. Und dann eine dritte. Und dann eine vierte. Und dann noch eine. Und da noch eine. Und dann wieder noch eine. Das wird uns alles vorenthalten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier der Klimawandel kommt und alles kaputt geht, kann man einfach eine weitere Erde nach Osten oder nach Westen reisen und da ist dann vielleicht alles wieder in Ordnung. Und selbst wenn das nicht geht, was ist mit diesem ganzen Grauen da? Da ist ja auch noch Zeug. Das muss ja auch noch irgendwo. Da geht es ja auch noch hin. Hier ist sogar eine Kompassrose. Hier findet man eine Kompassrose, eine richtige Kompassrose. Mit Kompass drauf. Das ist voll. Guckt euch das an. Obwohl, vielleicht ist es ja auch so, dass das hier ist die Menschenerde oder so. Und dann wohnen hier die Reptiloiden und hier, keine Ahnung, irgendwelche anderen Viecher. Und das ist alles sehr merkwürdig. Und wenn man nämlich hier rausgeht, dann steht hier plötzlich nicht mehr Australien, sondern Ozeanien. So, als ob. Und jetzt verbergen die das. Wenn man hier wieder reinzoomt, dann steht hier wieder Australien, so damit man es nicht sieht. Aber wenn man weit genug rein, dann wird einem das Geheimnis offenbart hier. Ozeanien. Ja. Und hier, also das ist gar nicht so unterschiedlich von dem Eiswall, der um die Welt rum ist, um die Flache. Bloß hier geht das einmal ganz durch hier. So einmal, zack, und immer die gleiche Bucht, 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 immer die gleiche Bucht. Ja. Aber
wie gesagt, also wenn euch jemand überzeugen will, dass die Erde ein Globus ist oder ein sphärischer Ovoid, dann zeigt ihm diese Seite, das ist thetruescience.com, und dann habt ihr ihn eigentlich auch schon fast überzeugt. Weil das ja klar ist. Okay, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Viel Spaß beim weiteren Brausen. Und bleibt standhaft.